aus Felixdorf, ja, die Masse tobt, wir sind alle gespannt. Die Eröffnung ist jetzt dann bald in Gang. Wir hoffen, es wird ein freudiger Abend. Wir melden sich dann nochmal um 20 Uhr. Herzlichen Dank dafür. Standesgemäß, es gehört zur Faschingszeit, darf ich beginnen mit unserer Prinzessin Vanessa die Erste. Unseren Bürgermeister Walter Karrer.
zahlreichen Damen und Herren des Gemeinderates. Für die Wirtschaft, den Wirtschaftskontaktmann Ingenieur Skuka Alexander. Zur Wirtschaft gehört natürlich die Damen und Herren unserer Wirtschaft aus Felixdorf, also genauso überörtlich. Ich möchte direkt herzlich begrüßen und darf im Namen meiner kompletten Mannschaft Danke sagen. Ihr seid nämlich für das verantwortlich, was es heute zum Gewinnen gibt, ihr uns das Ganze über unterstützt. Und für das sagen wir Danke, herzlich willkommen. Zu der feuerwehrtechnischen Seite darf ich für das Abschnittsfeuerwehrkommando Wiener Neustadt Nord unseren Brandrat Karl-Heinz Greiner mit Begleitung begrüßen. Eine große Abordnung der FF Solinau, vertreten durch Oberbrandmeister Strasser Alexander. Die Feuerwehr Matzendorf mit Feuerwehrmann Schwenkenwein Martin. Die Feuerwehr Theresienfeld, das ist halt ein Dienstgrad, so also von der Probe, Feuerwehrmann, ist aber ein Mädchen. Die Wicher Jacqueline. Die Feuerwehr Bad Fischau mit Hauptfeuerwehrmann Fuhrmann Alexander. Ihr habt auch Partner noch gestellt. Ganz super und HD-Qualität braucht es. Ihr macht es nebenberuflich. Geht zum Engagieren. Alex, danke, dass du uns da heute begleitest. Die Feuerwehr Dreiskirchen, Burschmeister Fassel Andreas. Im Prinzip auch schon Tradition, nämlich auch wieder bundeslandübergreifend weitest angereiste, darf ich heute die Feuerwehr Reiting vertreten durch der Walter Tischl aus der Gerhard plus Familie begrüßen. Ich hoffe, die Feuerwehr haben wir alle, kann man vielleicht der eine oder andere untergegangen sein, das werden wir dann hoffen. Ich darf unseren ersten SC Felixdorf begrüßen mit Radan Anton und Gattin. Die Jugendkultur Felixdorf mit der Kassierin Tanja Weigel. Den Tandem-Club habe ich zwar aufgeschrieben, aber da ist mir der Vertreter untergegangen. Ich mag von nichts weg. Jüngster ist, sagst du mal, der Tandem-Club ist da. Grüß euch. So, in Kürze werden sie uns erleben und die stehen uns zwar jetzt da draußen. Das Ehepaar mit den eisernen Nerven, nämlich unsere Tanzlehrer Karin und Christian Kunz und unsere Polonaise. Ja, hinter mir auch schon traditionell die Band Sunrise, grüß euch. Herr Bauke und sein Team ist ja schon fleißig am Werken, danke und herzlich willkommen. Kurz, organisatorisch, Tombola, Sofortpreise, ob es hinten alles draufstehen, wer einen Sofortpreis hat, ab 22 Uhr bei der Garderobe abzuholen, nicht alle auf einmal, das Ganze geht bis 2 Uhr los. Die Hauptverlosung ist, kommt dann nach der Mitternachtsanlage. So, geschätzte Gäste, ich bin ziemlich mit meinen Worten am Ende. Ich darf jetzt natürlich auch die Vertreterin der Presse begrüßen, nämlich da den Önsi Wigdefieder. Servus, danke für deine Berichte. Jetzt erlaube ich mir, einen Wunsch nachzukommen. Ihr werdet es in Kürze auch verstehen. Für mich eine ehrenvolle Aufgabe. Ihr wisst, Feuerleute halten in guten und in schlechten Ehen. Ehen sage ich schon fast, sogar so länger fast Zeiten zusammen. Wir gehen durchs Feuer und wir machen alles miteinander. Und egal von wo das Mitglied auch immer ist. Darum wird es in Kürze verstehen, warum ich dieser Bitte nachkomme. Wie gesagt, für mich sehr ehrenvoll. Es gibt heute einen Anlass, und das ist ungefähr so, wie es jetzt daheim alle beim Fernseher sitzt. Da ist die Kamera dann ins Publikum. Jetzt weiß keiner, um wen es eigentlich geht. Nein? Jeder wird nervös, na, wer ist da jetzt gemeint? Ich sage mal jetzt so viel dazu. Es ist eine Lebensgemeinschaft, die jährt sich heuer zum 10. Mal. Ja? Und dieser Feuerwehrmann möchte sich heute
bei seiner lieben Lebensgefährtin bedanken und möchte auch was sagen. Das ermögliche ich heute. Jetzt wäre der Porsche von der Österreich. Wie viele Damen gibt es, die aus einer 10-jährigen Lebensgemeinschaft hier haben? Ja. Eine? Okay. Nichtsdestotrotz, du hast zwar lieb gewinkt, aber du bist es nicht oder noch nicht. Ich darf jetzt einmal die liebe Daniela abholen. Sie schaut jetzt eh schon ganz verschmitzt am Tisch. Kommst du zu mir? Soll ich so mit der Mauer machen? Ja, am Anfang gesagt, du hast dann immer in schwierigen Zeiten, aber auch in den guten Zeiten stetig begleitet. Für das möchte ich dich bedanken, das würde aber gleich jetzt selber sagen. Und da darf ich den Staatsanwalt Alex Hasser bitten und den Rest übergebe ich jetzt dir. Willst du meine Frau kennen?
Das Kamerakind ist da. Ja, was geht?